Ja. Mann, und ich habe zu wenig Stahl und ich habe irgendwo meinen Speer liegen lassen oder weggeschmissen, irgendwann, ohne es zu merken. Müsste ich eigentlich mal die Aufnahme durchschauen, um zu wissen, wo, aber ist doch egal. Weg ist weg. Achso, der ist schon tot. Da kommt noch einer. Was habe ich denn jetzt für Probleme? Also irgendwas ist hier, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Wo habe ich denn diese Spezialwaffe jetzt? Ne, die meinte ich gar nicht. Nö, die meinte ich. Hab ich die nicht ausgerüstet? Hab ich die nicht ausgerüstet? Leichtes Maschinengewehr. Doch klar, ich habe die doch alle ausgerüstet. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier. Logisch. Gehe ich richtig? Nee, ich gehe falsch. So, die hängen da auf jeden Fall wieder ab. Giftiger Angler. Ja, die sind ganz schön gut, hä? Oh, und da habe ich keine Muni mehr. Okay. Okay. Wow. Hallöchen. Hallöchen. Freunde. Oh, was? Wie viele sind denn da? Ich hau mal ab. Hallo, ist da jemand, der mir helfen kann? Alter! Uiuiui, sie hauen wieder ab. Der Typ ist verschwunden. Ich dachte ja eigentlich, es wäre eine ziemlich clevere Idee, hier rauszukommen und mir ein vollbebliedes Haus ganz für mich allein zu suchen. Aber damit habe ich mich sowas von geschnitten. Da war diese irre Explosion und dann kam plötzlich dieser komische Rauch heruntergezogen. Von dort, wo früher mal die Berge waren. Ich habe das Haus abgedichtet, aber das war der Anfang vom Ende. Na toll. Schon nach kurzer Zeit hat sich die gesamte Gegend verändert. Es ist, als hätte der Sumpf plötzlich alles verschlungen. Dieses Haus wurde auf festen Grund gebaut, aber ich könnte schwören, dass die Bude stinkt. Was? Es fühlt sich an, als würde die Welt damit auf den Bombenabwurf reagieren. Bla bla bla. Okay. Zwei Splittergranätchen.
Oh. Verpisst euch. Oh, sie wollen tatsächlich ab. Dann kann ich ja auch abhauen. Also die Angler sind schon sehr krass. Da sollt... Uiuiuiuiuiui. Und dieses Moor hier ist auch sehr krass, muss ich mal sagen. Das sieht doch sehr krass aus hier. So, bin ich jetzt? Ich wollte eigentlich mal kurz da hochschauen. Egal, wir gucken mal eben da rein. Wenn hier dann auch diese Viecher sind, habe ich verloren. So. Jo. Kannst du machen. Löscher, hier ist fast alles aus Stahl, schätze ich mal. Kling, kling. Okay, nehmen wir mit. Schneidebrett nehmen wir nicht mit. Salzsteuer nehmen wir mit. Na, so ist ein bisschen dunkel. Ach, guck mal, das hätte ich gar nicht gebraucht, aber egal. Rattengift. Ich weiß, was war denn an dem Rattengift? Was wir da brauchen können. Hier stehen auch schöne Sachen rum. Antiker Globus ist immer gut. Oh, wir gucken mal. 15. Juli 2079. Wow. Wer hätte gedacht, dass ein bisschen Strahlung die Welt so auf den Kopf stellen kann? Wir waren, wie lange, vielleicht ein paar Jahre in dem Bunker. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Strahlung allein in einem so kurzen Zeitraum so viel angerichtet hat. Da wären zum Beispiel diese orange-roten Ranken, die sich überall langschlängeln. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben. Mhm. Ich habe eine Kröte gesehen, die größer als eine Badewanne war. Ein Zwölfender mit zwei Köpfen. Und Insekten, von denen du sicher lieber nicht hören willst. Vielleicht nicht. Ich habe angefangen, Proben zur Analyse zu entnehmen. Hoffentlich lassen sich die Pflanzen wenigstens als Naturheilmittel nutzen. Raleigh macht sich daran, die Erde und das Wasser zu untersuchen. Wir können uns wohl glücklich schätzen, dass man die Luft atmen kann. Aber dieser Ort... Ich bin hier aufgewachsen und erkenne kaum etwas wieder. Auf so etwas waren wir nicht vorbereitet. Erhöhter Giftgehalt, kleinere Mutationen, klar. Aber ganz ehrlich, Darwin würde hier draußen seinen Verstand verlieren. Charles Owen Walker, wenn ich noch einen Schuldschein von dir in diesem Bunker finde, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Na gut, hat zwar einer übertrieben. Sehe ich hier irgendwo einen Safe? Nö, aber ich sehe hier noch ein paar Spielzeugautos. Quiek, quiek. Was ruckelt denn das schon wieder hier? Mando. Performance wieder dufte. Aber besser ein bisschen ruckeln, als ganz wieder vom Server fliegen. Das
Ist noch dümmer. So, hier war ich jetzt. Da war ich. Dann also jetzt hier. Die Kochplatte. Natürlich ein paar Blechdosen. Oh, guck mal hier. Eine ganze Menge an Rechnern. Beziehungsweise alte Monitore. Ein bisschen Kleber nehmen wir natürlich. So, und natürlich auch hier die ganzen Dosen. Und Ventilatoren natürlich. Und wieder ein Schuldschein. Schön viele Döschen, schön viel Aluminium. Nun gut, habe ich noch irgendwas vergessen? Unten drunter oder so? Nee. Hier war ich auch noch nicht. Ach doch, hier klar. Aha. Nehmen wir mal hier alles mit. Keine Ahnung, was wir mit dem Ding anfangen können, mit dem Mikroskop, was wir da so rauskriegen. Ach Mist, ich dachte, ich könnte es hier direkt verwerten. Na gut. Schauen wir, was das Terminal zu sagen hat. Was? Alle Theorien sollten mit Vorsicht genossen werden. Okay. Ich habe zwar einen Doktor in Medizinwissenschaft, aber im Hinblick auf die derzeitige Situation würde ich mich nicht gerade als eine Expertin bezeichnen. Aha. Red Shield. Ach, jetzt ist schon untersucht. Okay. Wir sollen den Forschungsbericht finden. Okay. Wie meine Oma schon immer gesagt hat, bietet einem der Wald alles, was man braucht. Ich habe faszinierende Forschungsdaten der ursprünglichen Bewohner von World 94 gefunden. Gott hab sie selig. Wie ich das verstehe, haben... Ach. Gott, warte mal. World 94, aber da kommen wir ja nicht rein. Ne? Da waren wir ja schon, aber da blüht ja alles so. Ach, ja, jetzt, ich erinnere mich. Da habe ich mich noch gewundert, wie schön das da aussieht. Wie ich das verstehe, haben die Blüten einer roten Ranke benutzt, um sich vor Strahlung zu schützen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie damit die Würgepflanzen meinen, von denen wir mittlerweile befallen sind. Ich habe meine Forschungsdateien auf ein Holoband übertragen, damit ich alles beieinander habe, wenn ich das Raylight zeige. Der wird ausflippen. Oder Rayleigh. Weil wie auch immer der heißt, ist mir egal. Und jetzt zur größeren Herausforderung. Unbeschadet dorthin zu gelangen. Ich nehme Randys Schrotflinte in der Hoffnung mit, dass er auf mich aufpasst. Alles klar. Wenn du eine zerfleischte kleine Leiche findest... Ja? Hallo? Wenn du eine zerfleischte kleine Leiche findest... Ist das... Vermutlich mein Körper, oder was? Eine Reihe von Tests hat gezeigt, dass Verbrannt auf eine spezielle Strahlungssignatur aufweist. Ja, das wissen wir ja. Die Strahlung ist allerdings nur schwach. Sie verursacht also im Gegensatz zu den anderen äußerst radioaktiven Kreaturen in der Gegend keinen Schaden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Es sei denn, man ist auf Armlänge. Oder die Kreatur hat eine Waffe in der Hand. Ja, das ist natürlich was anderes. So, gegenseitige Erkennung. Wir wissen bereits, dass der Brandvirus auf jedes Lebewesen übertragen werden kann, vom Maulwurfsrappen bis zum Menschen. Der Virus kennt keinen Unterschied. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. In Harper's Ferry
konnten wir beobachten, wie eine Gruppe von Brandbestien und Verbrannten Seite an Seite angriffen. Oh, oh, dann soll ich vielleicht doch nicht da runter. Wir haben ja hier irgendwo den Auftrag. Haben wir nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall in Harper's Ferry sollte ich mir irgendwas angucken. Die drei Kästchen, die wir da hatten. Ja, okay. Vielleicht ist es doch eher ein Parasit statt einem Virus. Ach so. Oder etwas Komplexeres. Eine Art kollektive Intelligenz. Die Brandbestien haben sich an die Spitze der Raubtiere in Appalachia gesetzt. Die entwickelten sich zweifelsohne aus einer Spezies von Fledermaus, was bei ihrer Größe natürlich unheimlich faszinierend ist. Ich stelle mir gerne vor, dass sie von den winzigen Fledermäusen abstammen, die wir immer aus den Höhlen gejagt haben. Als ich noch ein Kind war, mein Vater sagte damals, eines Tages würden sie sich rächen. Ja gut. So, was? Schlacklunge? Glühpusteln und Knochenwürmer. Hm. Interessant. Tagebuch. Ach Mann. So, wir sind von Harper's Ferry zurück. Es lief nicht alles nach Plan. Wir haben unser Bestes gegeben, aber Mutter Natur versucht mit aller Macht, alles zurückzufordern, was wir, sie einst verloren hat. Mit ein bisschen Hilfe durch das Eingreifen der Menschheit in der Evolution. Naja, es ist wirklich herzzerbrechend, wie die Stadt zerstört wurde und vor allem wie schnell. Wir waren auf einen Angriff durch eine solche Kreatur nicht vorbereitet. Wir hatten nur die Geschichten gehört und jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Die Bedrohung ist reell. Ja, ja. Okay. So, ich habe heute mit Rayleigh darüber gesprochen, uns mit den Respondern in Verbindung zu setzen. Deren Erfahrung mit den Verbrannten könnte uns sicher bei unseren Nachforschungen helfen. Aber er hat natürlich abgelehnt, weil wir angeblich nicht genug Ressourcen haben, um irgendjemand außer uns selbst zu helfen. Naja, rein logisch gesehen hat er schon recht. Nach der Aktion in Harper's Ferry haben wir nichts übrig, das wir entbehren könnten. Und ich verstehe ja, warum wir hierher zurückgekommen sind. Wir müssen eine Lösung finden, um zu überleben. Und die wird uns, wird nicht nur uns helfen. Also diese Lösung. Jacob hat mir angeboten, für mich Blumen zu suchen. Was? Er schwört fest darauf, Rotklee und Passionsblumen besser als seine Westentasche zu kennen. Okay. Man hätte meinen können, er wäre nur ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter Blumen pflücken geht. So aufgeregt, wie er war. Wofür sollen die denn gut sein? Ich habe heute mit Nirai gesprochen. Als Doktor. Was? Nach einer eingehenden Untersuchung seiner Familiengeschichte und Symptome glauben wir beide, dass er an Parkinson im Frühstadium leidet. Aber wir können das natürlich nicht sicher wissen. Ich musste ihm schwören, dass ich es niemandem verrate. Noch etwas, was ich geheim halten muss. Meine Güte. Rayleigh und ich würden mir den Hals umdrehen, wenn er davon wüsste. Erst sein bester Freund und jetzt auch noch Nirai? Oder Nirai? Fehlt mir nur noch, dass Eddie mit dem Krebs zu mir kommt. Oh, je, je, dass Eddie mit Krebs zu mir kommt. Mitteilung der Freien Staaten. Oh Gott, was? An alle, wir haben kürzlich die schlimmsten Bedingungen überlegt, die es im Moor je gegeben hat. Falls sich so etwas je wiederholen sollte, sind folgende Schritte zu befolgen. Was? Crevesse-Damm? Diachem? Bla bla bla. Rankenherz. Ach so, hier, guck mal. Eddie sagte, dass die Ghule und Mylox, abgewehrt haben, die scheinbar von Würgepflanzen befallen waren. Die Kreaturen arbeiten zusammen, als wären sie von etwas kontrolliert worden. Schließlich fanden sie etwas. Das habe ich schon mal gelesen. Was er das Herz nannte. Das Herz zu entfernen stoppte die Kreaturen, aber es gibt keine Garantie, dass das nicht erneut passiert. Falls jemand auf eine von Ranken befallene Kreatur stößt, sollte diese sofort Eddie und seinem Team berichten. Das habe ich doch schon mal gehabt. Das haben wir auch schon mal irgendwo anders gelesen. Bandbestienköder, ja. Eine organische Lösung. Na gut. Dann, ups, hier geht's nicht. Wo ging's? Ach, wir müssen hier hoch. Geh mal, hier kann ich auch nirgendwo was verarbeiten. Leider nicht.
Okay. So, hier immer noch neu starten. Egal, wir müssen hier runter. Da gehe ich jetzt auch noch nicht hin. Denn ich weiß wirklich nicht, ob ich dafür schon ausgerüstet bin. Ich finde, das Gebiet ist hier eh noch ein bisschen zu heftig für mich. Hätte ich jetzt eine entsprechend schöne Waffe, nach der ich die ganze Zeit farme, wäre es natürlich ein bisschen einfacher, aber so haben wir bisher noch keine Überwaffe, sondern nur Standarddinge. So komme ich jetzt hier aus dem Moor raus. Ich drehe das mal in den Arsch geballert, ein bisschen Hirschfleisch. Bin ich? Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nein. So, hier oben ist jetzt ein Haus oder was? Boah, diese scheiß Parasiten, ey. Ich müsste mal gucken, ob ich mir irgendwie ein Heilmittel selber basteln kann. Die machen mich auch immer sofort hier leer. Was habe ich denn noch? Hirschfleisch. Ein bisschen was Suppe muss ich auch. Eieiei, auch noch so ein Vieh hier. Jetzt bin ich in Ruhe. Stress. Alles klar. Und so langsam wird die Munition knapp, also da ich natürlich noch ein bisschen Scharfschützmunition behalten will, sollte ich die Waffe wechseln. Guten Tag, ist da jemand? Klopf, klopf, ich komme mal rein. Okay. Ah. Da ist direkt noch einer. Flügel ein wenig spielen. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Oh, lecker. So, soll ich direkt zu dem Typen gehen, damit er mir nicht in den Rücken fällt. Ja, okay. Karotte. Komm, ich sag dir mal hallo. Ein bisschen heller hier.
Glaskrug. Oh, hier, Blüschtierchen. Honig. Soll auch schmecken, ne? So, was haben wir hier noch? Noch ein Klemmbrett. Hey, was höre ich hier denn flattern? Scheiß höre ich hier flattern. So, na gut. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Hier geht's schon wieder raus. Was haben wir hier? Noch ein Wässerchen. Okay, ich hätte es mir jetzt größer vorgestellt. Ups. Ja. Geht doch. Was? Was? Ach da. Was habe ich da gerade mit irgendeiner Knarre aufgenommen? Ich habe es nicht so schnell gesehen. So, ich muss mal eben schauen. Bringt der Hirnpilz gar nichts. Was bringt die Karotte? Auch nicht viel. Kleine Waffenwackelpuppe. 20% ballistischer Schaden. Weiß ich nicht. Plus 1 beim Hacken. Ach so, plus ein Versuch. Ja, gut. Ändert hier auch nichts. Ich nehme einfach mal die. So, komme ich hier noch irgendwo hoch oder so? Das war's schon. Hier gibt's auch nichts, wo ich mich mal eben ausrüsten kann. Komisch. Okay. Hm. Wo sieht das aus? Also mit den Wettereffekten, das da ist schon cool. Schon sehr nice. Muss man ja auch mal. Man kann ja auch mal loben. Das gefällt mir schon. Auch wenn natürlich die Texturen schrottig sind, aber sieht trotzdem schön aus. Vom Gesamteindruck jetzt gerade mal. Oh Gott, da kommen wir ja wieder Richtung Moor. Wo gehe ich überhaupt hin? Hä? Wieso gehe ich denn schon wieder zurück? Mann, ich gehe mal falsch. Hier in die Richtung, bitte. So, bin ich zu schwer? Nein, ich bin nicht zu schwer, aber ich brauche dringend mal irgendwas hier zum Heilen. Aber hier ist auch nichts, was irgendeine Heilung hat.